Ja, ich möchte, hat man ja lange zu verschiedenen Haushaltsriesen gehört, zum Teil geht es mir auch so, es waren zum Teil die gleichen Sätze, nur diesmal waren halt die anderen in der Koalition und die anderen in der Opposition. Das ist zum Teil ein bisschen absurd. Ich möchte aber einfach nochmal vor dem Hintergrund von diesen Haushaltsreden auf unseren Antrag für den Nulltarif für Teilhabekartbesitzerinnen hingreifen. Denn Sie haben sich gerade in der CDU, hieß es groß, wir regieren jetzt parteiübergreifend. Also Sie haben alles abgelehnt von der Opposition, von den Ortsbeiräten, von dem Jugendhilfeausschuss. Das ist für mich nicht parteiübergreifend. Sie sprechen davon, es wäre ein sozial ausgewogener Haushalt. Und ich finde, wir müssen uns schon klar machen, dass wir insgesamt in einer tiefen sozialen Krise stecken, die sich auch in Kassel niederschlägt. Also wir haben in Kassel konkret jedes vierte Kind in Kinderarmut, über 1000 Menschen in der Obdachlosigkeit. Wir haben vorher gehört, allein letztes Jahr sind 1000 Menschen, haben Stromsperren bekommen. Also ein Haushalt kann gar nicht sozial ausgewogen sein, was eigentlich notwendig wäre, um tatsächlich zu sozialer Gerechtigkeit zu kommen. Ja, da ist viel Bund und Land schuld, weil die Kommunen einfach kaputt gespart wurden in den letzten Jahren. Aber selbst in dem Rahmen ist doch die Frage, wenn von der FDP, von Fantasie, Mut gesprochen wird. Also das sind doch Floskeln, wenn die Fantasie dann nur gerade mal 30.000 für den Gründerlohn reicht. Also wo ich mich auch frage, welche Tarifeinstufung ist das denn und wie viele Stunden soll der arbeiten bei 30.000. Aber wo sind denn die tatsächlich großen Projekte? Ich erkenne sie nicht. Also gerade um auf die soziale Ungleichheit einzuwirken. Und auch Herr Hechelmann. Ich meine, Sie sind jetzt in der Opposition, da können Sie natürlich manche Sachen sagen, die Sie früher selbst verteidigt haben oder manche Sachen kritisieren, aber so groß von der Glaubwürdigkeit zu sprechen, das ist doch genau unser Problem. Es ist gut, dass die meisten hier, bis auf vier Herren ganz rechts, gegen die AfD sind und sich Sorgen machen um unsere Demokratie. Aber die Ursache dafür ist doch, dass die Politik an so vielen Stellen Glaubwürdigkeit verloren hat. Dass es eben, dass doch die Ungleichheit immer größer wurde. Und die Frage doch ist, was sind denn Ursachen und wie gehen wir darauf ein? Wir finden kommunal die eine konkrete Maßnahme wirklich Teilhabe zu ermöglichen. Und da ist einfach ÖPNV und der Zugang wesentlich. Deswegen schlagen wir vor, 1 Million Euro, das ist erstmal viel, aber es geht eben auch nicht runter, um Menschen, die Teilhabekarte haben, also alle, die irgendein Sozialleistungen bekommen, dass die zu Nulltarifbus und Bahn nutzen können. Warum? Weil im Pakt gegen Armut, egal wenn es um Fremder geht, wenn es um Kinder geht, ganz egal, dass es immer ein Thema ist. Es ist ja schön, wenn man vergünstigt ins Museum kann, aber wenn man sich nicht den Weg dahin leisten kann, dann bringt einem das halt auch wenig. Der Weg dorthin, gerade für Eltern mit vielen Kindern, das hat ja nicht jeder, dass das übernommen wird, die Fahrtkosten, ist einfach zu teuer. 35 Euro sind Fortschritt zu früh und das ist, weil wir darauf immer wieder hingewiesen haben. Und ja, wir werden immer wieder auf den Nulltarif hinweisen, weil wir hoffen, dass sie in ein paar Jahren selber hier stehen werden und sagen werden, das ist jetzt endlich da und der richtige Weg. Aber es ist eben immer noch zu viel, gerade wenn man Kinder hat und gerade, wenn zwar viel von der Stadt der kurzen Wege geredet wird, aber realerweise war ja heute Thema, Sparkassenfilialen geschlossen werden, ob man jetzt in die Innenstadt fahren muss. Wenn wir es nicht schaffen, dass jeder Stadtteil einen Kinderarzt hat und man dafür in andere Stadtteile fahren muss, wenn man es nicht schafft, in jedem Stadtteil einen Kita-Platz anzubieten oder überhaupt für jeden einen Kita-Platz anzubieten und einfach so viel Mobilität verlangen wird, die für viele gar nicht leistbar ist. Und deswegen sagen wir, also im Ausschuss habe ich mir sagen lassen, hieß es, es wäre unfair, wenn wir jetzt den Teilhabekart denjenigen, die das Ticket vergünstigen, während es doch für andere nicht der Fall ist. Aber die Realität ist ja, früher hat ein Monatsticket 85 Euro gekostet und mit dem 49-Euro-Ticket deutschlandweit ist es für diejenigen günstiger geworden, aber nicht für diejenigen, die wenig Geld haben. Es gibt zwar das Hessen-Ticket, das kostet aber immer noch, also den Hessen-Pass, der kostet immer noch 31 Euro und das ist einfach eine viel geringere Einsparung als die für andere. Von daher finden wir, wäre es sogar nur sozial gerecht, wenn wir gerade für die auf Bus und Bahn angewiesen sind, wenn wir dort den Nulltarif einführen. Es wäre anrechnungsfrei, großes Thema in dieser Stadt immer gewesen, und es wäre bürokratiefrei, denn auch das ist ja auch heute schon öfters gefallen, ganz viele rufen Leistungen nicht ab, denn ja, man kann Wohngeld beantragen, wartet dann mehrere Monate und gesagt bekommen, man soll Bürgergeld beantragen, dann kann man den Kindergeldzuschlag beantragen, dann kann man das Kindergeld beantragen, beantragen und wir wollen, dass man einfach einsteigen kann. Also ein klares Signal an die Stadt hier, wir wollen Teilhabe gewährleisten, gerade für diejenigen, die wenig Geld haben. Und deswegen möchte ich einfach, ich weiß, Sie werden nicht zustimmen, weil das hat man ja gesehen, wie mit Änderungsanträgen der Opposition umgehen, aber ich möchte, dass sich diese Idee bei Ihnen festsetzt, wie wir große Maßnahmen machen können, um Zugänge zu erzielen.
leisten, tatsächlich sozial und ökologisch nach vorne zu kommen.